Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Wir sind am Start mit der 16. Episode. Wir sind im März 2016 angekommen und wir gehen langsam zu auf das Ende der Bundesliga-Saison 2015-2016. Mit großen Schritten nähern wir uns der Europa League und mit großen Schritten nähern wir uns auch dem nächsten Spiel in der Bundesliga. Wird eine interessante Partie gegen den ersten FC Köln. Bereits zweimal haben wir gegen die gespielt. Einmal im Pokal, einmal in der Liga. Beide Spiele zumindest für uns relativ positiv ausgegangen. Das eine haben wir zwar nicht gewonnen, das andere aber schon im Pokal mit 1-0. Das späte Tor, ich glaube, es war André Hoffmann damals, der es erzielt hat in der 90. Minute. Und dementsprechend wollen wir heute im Idealfall natürlich auch wieder gewinnen und den Kölnern so ein bisschen, ja, die Euphorie nehmen, die eventuell da ist, weiß ich gar nicht. Aber wir stehen momentan richtig gut da auf Tabellenplatz Nummer 5 und wollen da natürlich auch bleiben. Und um das zu tun, müssen wir gegen die Domstädter natürlich gewinnen. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen, das ist die beste Unterstützung. Ich weiß, ihr mögt den Karrieremodus und dementsprechend zeigt das auf euch. Ist nur ein Klick für mich. Hat eine große Bedeutung. Instagram in der Videobeschreibung verlinkt gerade für die 96 Fans und euch auf jeden Fall sehr interessant. Und dann haben wir natürlich noch da unten verlinkt Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Wir haben hier einen Scout-Bericht, wie ihr schon sehen könnt, aber keine wirklich interessanten Spieler dabei. Nur mal sowas, was man sporadisch scouten könnte. Allgemein sollten wir die Kaderplanung erst im Sommer fortsetzen, denn wir haben ja bereits zwei oder drei sogar, die noch zu uns stoßen werden. Und zwar Lassane Bangoura, dazu noch Jean Gourcuff und wer war es noch? Ich weiß es gar nicht. Kommt noch irgendwer dazu? Ich glaube, irgendwer kommt noch. Ja, genau. Kokorin kommt ja auch noch dazu. Also gerade in der Offensive sind wir eigentlich bestens aufgestellt. Und von daher müssen wir uns da eigentlich gar keine Gedanken machen. Aber gucken tut man trotzdem ganz gerne immer, weil man muss sich ja informieren, wie die Spieler momentan so vom Rating her dastehen. Die Aufstellung sieht an sich bisher relativ in Ordnung aus. Kann man auf jeden Fall so machen. Auf der linken Seite natürlich wieder mit Alain Saint-Maximin. Auf der rechten Seite mit Uffe Bech. Und Uffe ist der absolute Star für mich momentan bei Hannover 96. Auch in Realität, wenn der spielt, hat man ja jetzt wieder gesehen nach seiner Verletzungspause, dann ist der auch richtig gut einer der besten Spieler. Und das ist momentan in der Situation in der 96 sehr, sehr wichtig. Wir reden gleich ein bisschen weiter über das reale 96. Jetzt erstmal spielen wir den ersten FC Köln. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns dann ja, dementsprechend gleich wieder. Der FC zu Gast in der HDI Arena, der ehemalige Sportdirektor der 96er, Jörg Schmadtke, kehrte einst mal zurück, wieder in die HDI Arena, in seine alte Heimat und ja, das mit seinen Wahlkölnern, die momentan deutlich schlechter dastehen als die Hannoveraner. Die Fans, die sind auf Europakurs, die Mannschaft ebenfalls, es sieht sehr, sehr gut aus für die Männer aus der niedersächsischen Landeshauptstadt, Tabellenplatz 5 gegen den Tabellenneunten aus Köln. Momentan trennen diese beiden Mannschaften 8 Punkte und das 9 Spieltage vor ja, dem Ende der Saison. Das heißt, es sieht sehr gut aus, mit einem Sieg könnte man sich zumindest gegen Köln schon mal endgültig absichern, aber das soll nicht das Ziel sein. Das Ziel ist das internationale Geschäft, mittlerweile im GT relativ klar formuliert. Er möchte in die Europa League. Die Transfers wurden dafür getätigt, unter anderem Jean Gourcuff verpflichtet. Ablösefrei kommt er im Sommer von Stadtrennen oder auch Kokorin und Bangoura, beide sehr, sehr starke Spieler, die den 96ern ab Sommer weiterhelfen werden. Hannover startet mit Radlinger, Bakuna, Sané, Hoffmann und Pripp in der Defensive. Starke Aufstellung im Vergleich zur Vorwoche auf drei Positionen verändert. Davor Leroy Fern, Ivar Fossum, Uffe Bech, Albert Rosnack, links aber Saint-Maximin und vorne in der Sturmspitze Mevlüt Erdic. Auf der anderen Seite Leonardo Bittencourt, der ehemalige 96er, kehrte zurück in die HDI-Arena und das zum zweiten Mal nach dem Pokalspiel. Er war der auffälligste Spieler im Kader des FC, ansonsten gab es da keine großen Überraschungen, deswegen springen wir direkt rein in die Partie und wir haben die erste Szene auf Seiten des ersten FC Köln. Das ist der Ball von ja, Marcel Risse, der den hier klasse mitnimmt, nach knapp einer Viertelstunde die Flanke in die Mitte, Modest mit dem Kopfball, aber Radlinger ist da. Das war noch keine große Aufgabe für den Österreicher im Kasten der 96er. Das war definitiv noch ja, relativ einfach zu halten, aber 96 mit Problemen im Spiel. Aufbau. Da kommt dann Alain Saint-Maximin richtig hinterher. Olkowski mit der nächsten Flanke. Modest kommt nicht an den Kopfball ran. Das Ganze aber auch nicht würdig geklärt. Nochmal der Franzose, aber nur das Außennetz verhinderte hier das 0-1 nach knapp einer Viertelstunde. Trotzdem machte Köln weiter 25 Minuten durch. Die waren das aktivere Team. Die Flanke von Marcel Risse und am zweiten Pfosten Hosina kommt nicht ganz zum Kopfball. Trotzdem sah das nicht gut aus bei Hannover. Es wurde erst nach knapp 25 Minuten dann tatsächlich mal besser. Das ist Leandro Bakuna mit dem Ball auf Alberto Snack. Aber der rutscht da vorbei. Timo Horn kann den Ball locker aufnehmen. Es sollte noch nicht so wirklich sein in der Offensive. Es wurde dann aber besser. Das ist Leroy Fern mit der Balleroberung kurz vor der Halbzeit. Alain Saint-Maximin, Ivar Fossum und der hat ordentlich Platz und setzt einfach mal seinen Kollegen ein. Und zwar hier Uffe Bech, der ist im 16er und der versucht es aber gar nicht erst, denn er stand im Abseits. Sie waren mittlerweile das bessere Team, das zeigte sich auch nach der Halbzeit. Saint-Maximin mit der Flanke und Bech mit dem Kopfballversuch abgewehrt, aber sie kamen nicht zu Abschlüssen. Das ist das größte Problem bei 96. Sie brachten den Ball nicht aufs Tor und dementsprechend weiterhin 0-0. Wir springen in die 59. Minute. Rosnack mit dem Ball auf Edgar Pripp. Der setzt sich energisch da durch. Die Flanke
Flanke auf den zweiten Pfosten, aber auch der Ball geht wieder nicht aufs Tor. Erdinch kann sich im Kopfballduell nicht behaupten und Risse klärt die Situation dann. Im Endeffekt auf der anderen Seite hatte Köln die Abschlüsse, brachte den Ball aber nicht im Tor unter. Schöner Schussversuch da aus der zweiten Reihe, aber der flattert dann noch ein bisschen über den Kasten von Radlinger hinweg. Wieder mal Hannover mit Erdinch und Rosnack und da war er endlich, der Torschuss, 79 Minuten durch und die erste gefährliche Annäherung für Timo Horn, aber natürlich kein Problem. Leroy Förder nochmal in der 85. Minute, Edgar Pripp mit der Flanke und Mevlüt Erdinch versucht noch dazwischen zu spritzen, Ball aber zur Ecke geklärt und aus der wurde dann in der Folge, naja, auch nicht wirklich viel. Edgar Pripp schlägt ihn nach außen und da ist Ivar Fossum und der versucht es direkt, da wäre definitiv mehr drin gewesen. Letzte Aktion und nochmal auf Seiten von Hannover, die haben zumindest noch einmal vor das gegnerische Tor, das sehen wir jetzt hier gleich, die Balleroberung oder auch nicht, oder hat Köln doch nochmal eine Chance gehabt, wir werden es gleich erfahren. Scheint so. Ja, tatsächlich die große Chance. Und der Kopfball dann an den Pfosten. Das hatten wir gar nicht mehr auf dem Zettel, Simon Zoller. Das war in der Nachspielzeit. Hannover schoss also doch nicht mehr aufs Tor. Haben wir falsch auf dem Zettel gehabt. Dementsprechend gewinnt der erste FC Köln zumindest einen Punkt. In der HD Arena gehen die zuletzt so starken Hannoveraner. Sie hätten durchaus das Spiel gewinnen können. War das einzige Team, was die Torchancen hatte. Samuel Radlinger verhinderte im Endeffekt mit dieser Glanztat da in der 90. Minute noch den Siegtreffer für die Domstädter. Hannover steht weiterhin auf der Tabellenplatz 5. Muss sich aber anstrengen. Sonst wird das richtig eng mit der Euroleague. Für Köln ist weiterhin Platz 9 da, um weiterhin 8 Punkte Abstand zu Hannover. Da habe ich aber gerade irgendwas ordentlich verpeilt. Ich weiß nicht, was ich da verpeilt habe, aber ich war mir relativ sicher, dass wir nochmal aufs Tor schießen mit Leroy Föhr. Vielleicht habe ich einfach nicht reingeschnitten, aber irgendwas war da auf jeden Fall komisch. Je nachdem, was ich da falsch gemacht habe, werden wir es nie erfahren. Und ich werde jetzt einfach mal weitermachen und wir gehen zur nächsten Partie gegen Eintracht Frankfurt. Die haben wir gerade schon gesehen, den Stürmer Haris Seferovic war ja für mich auch ein interessanter Spieler. In der Winterpause habe ich dann aber doch mich gegen entschieden, ihn überhaupt wirklich zu versuchen, ihn zu verpflichten, weil wir im Sturm eigentlich diese Saison gerade sehr gut aufgestellt sind. Trotzdem dürfen wir die in der Offensive nicht unterschätzen. Mit Alex Meyer Fußballgott, mit unter anderem Seferovic. Das könnte auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe werden. Wir haben hier noch ein paar Abschlussberichte, unter anderem von Wellington Silva, Michael Antonio. Den finde ich übrigens richtig interessant. Richtig geiler Spieler. Extrem schnell, physisch stark und so weiter und so fort. Eventuell wird der uns irgendwann mal bereichern. Und natürlich noch Angelo Ogbonna, der extrem starke Werte hat für den Innenverteidiger mit seinem Rating. Ich glaube, der ist ein bisschen geglitscht, was die Stats angeht oder einfach extrem stark trainiert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall setzen wir mal den Antonio auf die Wunschliste und den Kollegen Wellington Silva. Naja, der wäre ganz nice als Talent so, aber er ist ja von Arsenal ausgeliehen, von daher werden wir den erstmal nicht bekommen. Die restlichen Spieler, die wir hier haben, sind Riyad Mahrez, wir haben ein paar andere, die noch gescoutet werden könnten, machen wir aber natürlich nicht, sondern konzentrieren uns auf die nächste Partie. Alassane Maximar geht raus, dafür kommt Mbakogu rein, Felix Klaus wird auch noch seine Chance bekommen, glaube ich, in dieser Episode, weiß nicht, ob er eingewechselt wird oder von Anfang an steht. Auf jeden Fall machen wir da etwas andere Aufstellung. Ihr habt schon gesehen, Mbakogu auf links ist nicht das, was ich normalerweise spiele, ich denke mal, das sollte ganz klar sein und auch, dass Charlie Benchop auf der Bank bleibt. Er ist momentan unser bester Torschütze nebenbei, bemerkt, dass immer noch ein bisschen traurig. Erdinch hat es noch nicht geschafft, irgendwie da ranzukommen. Allgemein brauchen wir da wirklich einen Knipser. Ich denke mal, Kokorin wird es nächste Saison definitiv werden. Der wird auch die unumstrittene Nummer 1. Ihr wollt ja einen Stammstürmer, das wird er dann. Wir spielen heute im 4-4-2, zwei Flügelspieler, zwei Stürmer, ganz viel Effektivität, ganz viel Torchancen, ganz viel Offensive. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. 96 zu Gast in Frankfurt und Trainer MGT hatte nach dem offensiv sehr schwachen Auftritt gegen die Kölner heute ordentlich umgestellt. Er spielte ausnahmsweise mal mit Doppelspitze, aber eigentlich nicht nur mit Doppelspitze, sondern gleich mit vier Spitzen, denn es gab nominell noch zwei Flügelspieler im Kader der 96er, dafür aber auch zwei Sechser, dementsprechend defensiv eine gute Absicherung. Momentan ist Hannover immer noch Fünfter, allerdings punktgleich mit dem Tabellensechsten mit der TSG 1899 Hoffenheim und immerhin nur mit 5 Punkten Rückstand auf den FC Schalke 04. Auf Dortmund ist das Punktepflaster ein bisschen deutlich größer, allerdings sollte man das nicht unterschätzen und sollte weiter gut arbeiten und im Idealfall heute 3 Punkte aus Frankfurt mitnehmen. Die beste Abwehr hat man immer noch, 15 Gegentore, 6 weniger als der FC Bayern München, die momentan in der Liga Primus sind und das ist gerade die Stärke der 96er. Das ist der Grund, warum sie überhaupt so weit oben stehen. Trotz des Abgangs von Ron-Robert Zieler hat die Defensive um Samuel Radlinger und natürlich Leandro Bakuna extrem gute Arbeit bisher verrichtet und heute sollte das genauso weitergehen. Gegen starke Frankfurter, Radetzky im Tor, Injowski, Zamrano, Abraham, Okcipka in der Defensive, davor dann Reinhardt, Flum, Injowski, Eigner, Di Davi und Marc Stendera in der Sturmspitze. Das ist so ein bisschen die Überraschung hier für uns alle. Ja, Marc Stendera stand heute in der Sturmspitze. Weder Katletz noch Alex Meyer standen da drin. Normalerweise ist das die gefährlichste Waffe von Eintracht Frankfurt. Heute sollte es nicht passieren. Bakuna, Marcelo Hoffmann, Sorg vor Radlinger davor, dann Uffe Bech zusammen mit Leroy Föhr und Ivar Fossum, Albert Rosnack auf links und vorne Mevlüt Erdinç und Jerry Mbakogu, der torgefährlichste Stürmer der 96er. Charlie Benchop saß nur auf der Bank. Allerdings hatte man sich so ein bisschen darauf vorbereitet, dass Frankfurt mit Alex Meyer spielen würde. Taten
konnten sie allerdings nicht und dementsprechend konnte man sich noch offensiver ausrichten. Offensiv sind die Frankfurter stark, defensiv nicht. Mal sehen, wie es gegen die Viererreihe in der Offensive von Hannover 96 heute so aussehen sollte. Wir springen in die 8. Spielminute, Hannover hat den besseren Start. Leroy Fer mit dem weiten Ball auf Außen und Injovski verschätzt sich da ein bisschen. Der Serbe gegen den Slowaken und Rusnak holt sich den Ball, ist allein im 16er gegen Radetzky 1:0. 10. Spielminute, der frühe Führungstreffer für die Hannoveraner, die mitgereisten Fans vollends aus dem Häuschen und das zu Recht, denn das war klasse gemacht von Rusnak. Spekuliert auf den Fehler von Injovski und der kommt dann auch noch, ist spritziger als der Serbe und der Abschluss ist dann gegen den Finn eisekalt. Zwei andere Frankfurter kommen dann nicht mehr rechtzeitig und Hannover führte mit 1:0. Frankfurt war geschockt, versuchte nach 20 Minuten dann mal so zu reagieren. Das ist Johannes Flum, der Sechser, versucht sie dabei gegen den Pfosten. Das sah richtig gut aus, wie Frankfurt reagierte. Allerdings hier noch nicht von Erfolg gekrönt. Hannover versuchte zu antworten direkt mit der Konterattacke. Das ist Albert Rusnak. Allerdings verspielt er das Ganze so ein bisschen. Er hat den Stamm mit dem schwachen Pass und wieder Frankfurt in der Offensivbewegung. Daniel Didavi, Neuzugang vom VfB Stuttgart. Der ist im Winter gekommen für eine ganz geringe Ablösesumme, weil der Vertrag auslief. Und hier haben wir den deutschen Ex-Nationalspieler, Ex-Jungnationalspieler an der Eckfahne. Und der spielt den Ball nochmal in den Rückraum. Da steht Okcipa, die Flanke in die Mitte. Der Kopfball ist gefährlich von Stefan Aigner. Und wieder ist Samuel Radlinger da und verhindert hier das 1:1 den Ausgleichstreffer. Frankfurt war jetzt stärker in der Partie, spielte gut nach vorne. Hannover machte das aber souverän und spielte auch gut nach vorne. Das ist Jerry Mbakogo, der Nigerianer, mit dem Ball auf Mevlüt Erdinç. Der weiter raus auf Uwe Bech. Und der ja, setzt sich da erstmal durch gegen Daniel Didavi. Macht das an sich sehr, sehr gut und hat dann die gute Idee, in die Mitte zu ziehen. Und zwar auf Mevlüt Erdinç. Und der macht das 2:0. 3. Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und Hannover führte mit 2 Toren, der Türke mit seinem 5. Saisontreffer für die Roten. Das war ganz, ganz stark gemacht von Uwe Bech, wer da in die Mitte zieht und den Ball einfach weiterlegt auf seinen Teamkollegen und Erdinç mit dem schwachen linken Fuß aus der Drehung, aber wieder keine Chance für Radetzky. Viel zu wenig Gegnerdruck auf den Türken und genau das ist das, was wir gerade angesprochen haben. Frankfurt offensiv top, defensiv absolut flop und dementsprechend gehen sie mit 0:2 zu Hause in die Halbzeit gegen Hannover. Letzte Saison hat es noch andersrum ausgesehen. Damals führte Frankfurt mit 2:0. Hannover konnte die Partie drehen. Frankfurt wollte das Ganze genauso versuchen. Zweite Halbzeit, die erste Chance wieder für Stefan Aigner, aber der köpft den Ball hier. Nein, das war Stendera, köpft den Ball hier übers Tor. Sie machten da wieder Fehler in der Defensive. 55. Minute, Erdinç mit dem Ballgewinn gegen Zambrano. Der Peruaner sah da ganz schwach aus. Ball in den Rückraum. Leroy Fer hat die Chance aber abgefälscht und am Tor vorbei. Es war eigentlich nur eine Frage der Höhe, denn Hannover bekam jetzt natürlich Platz zum Kontern. Die anschließende Ecke, Albert Rusnak bringt die in die Mitte, der Slowake. Einmal erfolgreich gewesen, Marcelo mit dem Kopfball, aber deutlich übers Tor. Das war nicht mehr zu gefährlich. Dann kam Frankfurt wieder in die Offensive. Ganz, ganz schwach hier von Bakuna. Der Schussversuch, aber Radlinger ist da. Macht dann aber den entscheidenden Fehler und zwar ist sein Abwurf ein bisschen unglücklich und vor allem auch ein bisschen zu kurz, wie wir gleich sehen werden. Kommt auf Leandro Bakuna und der, naja, ist ein bisschen unter Druck und macht dann hier den Fehler. Balleroberung der Frankfurter, das ist Haris Seferovic, mittlerweile eingewechselt, Bastian Obchipka und der versucht es einfach mal alleine, legt nochmal auf Seferovic und da ist der Anschlusstreffer. Plötzlich war Frankfurt wieder dran. Wir sind in der 65. Spielminute und es steht nur noch 1:2. Das war schwach von 96 verteidigt. Normalerweise sind wir das ja nicht gewohnt. 16. Saison Gegentreffer für die Roten und ja, die schwarzen Frankfurter waren plötzlich wieder dran und versuchten das Spiel zu drehen. Aber anders als ja, Hannovers letzte Saison mit Didi Yakunan gelungen war, klappt es diesmal nicht. Leroy Fer mit dem ja, Zug in die Mitte und er macht das dann richtig, richtig gut. Versucht mit dem starken rechten Fuß anstatt einfach den linken zu nehmen. Scheitert dann hier dementsprechend. Allerdings gibt es einen Eckball. Albert Rusnak bringt ihn in die Mitte. Und da steht unter anderem André Hoffmann, der wird abgewehrt. Allerdings ist das nochmal Rusnak, legt raus auf den eingewechselten Mike Steven Behre und der junge Spieler mit der Flanke auf den ebenfalls eingewechselten Benchop. 3:1, 72. Minute, die erneute 2-Tore-Führung und die Vorentscheidung im Eintrachtstadion. Das war ganz, ganz schwach verteidigt, wieder mal von der Eintracht. Kein Druck auf Behre, kein Druck auf Rusnak, der den Ball einfach nochmal zurückbekommt und die Flanke ist dann ideal. Benchop kann sich easy durchsetzen und Radetzky ist chancenlos, diesen Ball zu halten. Frankfurt versuchte nochmal zurückzukommen, David Abraham mit dem Ball auf Stefan Aigner und der aus Spitzenwinkel mit dem Versuch nochmal die Schusschance, aber es war sowieso abseits von Aigner und dementsprechend war das die letzte Aktion der Partie. Hannover 96 gewinnt auswärts 3:1 in Frankfurt. Es sieht stark nach Europa League aus bei den Niedersachsen. Frankfurt konnte seine defensiven Fehler wieder nicht abstellen. Offensiv waren sie definitiv stark heute in der Partie, haben vieles Gutes gezeigt, aber defensiv waren die Fehler einfach zu groß. Alle 3 Tore resultierten so gesehen aus individuellen Fehlern. Erst konnten sie Rusnak nicht stoppen, Injovski mit dem Ballverlust, dann konnten sie Bech nicht stoppen und keiner war bei Erdinç und der dritte Mal beim dritten Tor, da hatten sie einfach absolut keinen Druck auf die Offensive von Hannover. Dementsprechend treffen die 3 Mal, Frankfurt nur 1 Mal und Hannover steht weiterhin auf Tabellenrang 5 und gewinnt in Frankfurt mit 3:1.
Das war doch mehr als souverän. Sowas wünsche ich mir übrigens alles für die Rückrunde. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, gerade weil Rusnak hat Hannover nicht, Erdinsch hat Hannover nicht mehr und Benchop ist auch weg. Aber vielleicht schaffen wir es ja trotzdem irgendwie. Wer weiß, wir werden auf jeden Fall sehen. Mike Steven Behre ist übrigens auch weg, fällt mir gerade mal auf. Wen haben wir eigentlich noch? Uwe Bechter hat zumindest ein Tor vorgelegt. Und Haris Seferovic wird ja nicht spielen, das heißt, wir gewinnen 1-0. Keiner mehr das Tor schießen soll, aber irgendwie wird das schon. Übrigens, ganz kurz nochmal zur aktuellen 96. Marcelo wird jetzt wechseln. Ihr habt mich gefragt, was haltet ihr davon? Ich werde euch mal meine Meinung hier kurz sagen. Es ist schade, allerdings kann ich es verstehen. Er verdient bei Beşiktaş deutlich mehr Geld, denke ich mal. Er spielt international auf jeden Fall und er spielt um die Meisterschaft mit. Und bei 96 Abstiegskampf in der zweite Liga wäre er eh nicht mitgegangen. So bringt er nochmal ein bisschen Geld und ein Spieler, der theoretisch auch in der zweite Liga mitgehen kann mit Milosevic. Mal sehen, wie das Ganze so laufen wird. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall verlieren wir den besten Verteidiger. Aber ganz ehrlich, neben Schulz war diese Saison jeder schwach. Vielleicht macht Milosevic irgendwie besser. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Es muss was passieren bei Hannover. Und es wird nicht mal mit Marcelo passieren. Ich kann verstehen, dass er geht. Und ich bin nicht so einer, der jetzt sagt, hey, du Arschloch, du untreue Ratte, verpiss dich. Nee, ich mochte Marcelo. Und auch wenn er die erste Saison sehr schwach war, die letzte Saison war er richtig stark, hatte wichtigen Anteil daran, dass wir nicht abgestiegen sind. Hat auch gegen Frankfurt übrigens getroffen mit seinem Rücken. Und von daher bin ich traurig, dass er geht. Aber ich finde es okay und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder von Tabellenplatz 5. Grüßt momentan das Murmeltier hier aus Hannover. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.